Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tomb Raider Underworld. Wir sind hier in Croft Manor in der Krypta und ich hoffe, ich habe alle Schätze soweit, damit wir jetzt das Tor hier aufmachen können. Das geht auch noch zu? Nee. Akzeptiere ich so nicht. Nein. Oh nein, da muss ich ja schnell sein. Das schaffe ich doch nicht. Oh, verdammt, das hat ja super funktioniert. Ich muss irgendwie noch weiter nach oben. Ich muss erstmal den Weg nach ganz oben finden. Weil ich habe nämlich an der Decke auf jeden Fall Magnethaken gesehen. Und dachte einfach... Wie komme ich ja rum? Vielleicht kann ich ja so. Aber von der anderen Seite wollte das irgendwie nicht. Weil hier will das nicht. Also ich kann von beiden Seiten das aus erreichen, aber... Nee, es will ja nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das mit bestem Willen gerade nicht. Ah, okay. Okay, so geht das dann. Okay, gut. Ich hab's kapiert. Lass runter. Lass dich runterfallen. Los. Okay, gut. So, schnell, 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 schnell. Noch eins. Und jetzt. Und hopp, durch. Gut, das hat ja funktioniert. Oh mein Gott. Das hat funktioniert, das hat tatsächlich funktioniert. Komisches Begrüßungskomitee. Die sahen jetzt gerade voll riesig aus, weil sie voll ins Bild gesprungen sind. Da war was? Wahrscheinlich Midi-Pack oder so, so wie es sich angehört hat. So, Hauptsache das Secret. Ich mach mal Licht an. Na. Gut, wie weit sind wir denn bis jetzt, was das angeht? Wir haben alle Reliquien und Schätze, fehlen uns nur noch 5. Gut. Nur noch 5 Schätze. Bis jetzt läuft es ja ganz gut, ne? Aha. Hallo, Lara. Hier in diesem Raum liegt alles, was wir aus Bogavarti mitgebracht haben. Hüte dich vor allem vor den Dienern. Sie haben 6 von uns getötet, bevor wir sie unschädlich machen konnten. Sie bewachten einen von Thors Handschuhen und eine Karte, die zu seinen übrigen Schätzen führte. Nur wer alle Schätze hat, kann den Weg nach Avalon öffnen. Laut der nordischen Mythologie birgt dieser Ort eine mächtige Waffe. Um mich gegen alle Eventualitäten zu wappnen, habe ich die Karte zerstört. Ich hoffe, das war kein schrecklicher Fehler. Aber falls doch, hoffe ich, dass du und deine Mutter mir vergeben werden. Ich wollte gerade sagen, ich habe so ein sehr ungutes Gefühl. Warte, nein, 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 nein. Oh, verkehrte Taste, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich nur Waffen wechseln. Waffen wechseln, Waffen wechseln. Jetzt. Lara? Ich seh's mir gar nicht mehr. Okay. Wow! Oh je.
Ich habe nur das Dings gesehen, also diesen leeren Käfig, den hat der Lara auch gesehen. Und dann ging es so, ja, nimm dich vor denen in Acht, bla bla bla. Und dann dachte ich mir, ja toll, jetzt weiß ich, was da für Gegner auf mich zukommen. Es war doch zu ruhig. Oh nein, jetzt habe ich schon wieder. Oh, ich bin doch doof. Ja, ich habe aus Versehen, anstatt zur Seite zu drücken für den Waffenwechsel, habe ich nach oben gedrückt und dadurch Dings. Mach alles kaputt. Alles. Einfach alles kaputt machen. Vasen. Krüge. Das ist nichts. Das muss alles zerstört werden. Guck mal, und da ist vor allem ein Schatz drin. Nein, doch nicht. Aber das ist genau so eine Vase. Das kann ja. Mein Gott, mir das nicht weiß machen. Hä? Geh doch einfach da hoch. Ich weiß nicht, was du. Ja, geht doch. Da ist auch nichts drin. Echt mal. So, da geht es nur tief, tief hinab, wie es mir scheint. Oh. Guck mal, ich habe was gefunden. Ich weiß noch nicht, wo ich das reintun soll. Oh, hier kann ich wieder was verschieben. Und ja, das war wirklich der Handschuh. Ich war voll irritiert. Wegen diesem Geräusch. Ist da irgendwas? Scheint nicht der Fall zu sein. Ich wollte mich halt nochmal umgucken. So, jetzt überlege ich. Okay, an die Teile kann ich also ran und hoch. Und das Teil kann ich sogar verschieben. Irgendwie. Wah! Kamera! Was war denn das? Kamera? Kann ich das dann hoch machen oder so? Aber von hier aus, so wie es jetzt gerade ist. Kann ich doch nichts machen, oder? Kann ich da drauf? Ja, da drauf kann ich hier. Okay, rutschen tut es nicht. Ha. Da ist ein Schatz. Ich sehe da einen Schatz. Okay, dann versuche ich es mal. Kamera. Kamera ist echt verdammt schlimm. Ah, doch, kann ich doch kaputt machen. Wey. Ach, das kann ich. Och, das kann ich auch noch. Boah. Da, di, da, 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 di, da. Wo kann ich denn überall hin verschieben? Wo war das denn? Ich kann es quasi frei bewegen, so wie ich es gerne hätte. Aha, hier komme ich auf jeden Fall hoch. Kann ich hier noch irgendwas sehen? Da hinten ist auch ein Schatz. Ah, da kann ich wahrscheinlich an das Teil dann ran und dann darüber. Und hier ist noch ein Schatz. Ich hoffe. Ah, was machst du? Ich spuck ein bisschen rum. Ja, das habe ich auch gemerkt. So, das hast du schon mal eingepackt. Ah, und dann komme ich hier sogar direkt schon rüber. Ah, das war es noch nicht mein Plan. Das ist noch nicht mein Plan. Dass ich irgendwie automatisch immer das Richtige erwische. Was machst du? Nicht gesagt, du sollst in den Abgrund springen. Vor allem noch schön mit einem Salto. Ja, klar, natürlich. Ja, wieder gegen die Viecher. Genau. Ganz genau. Oh Mann! Oh Mann, einfach nur oh Mann. So, wo war das Teil? Da, wo wollte ich es hin? Oh, guck mal, da kann ich noch was kaputt machen. Also treten. Ich wollte es dorthin, ne? Ja, also
ein bisschen in die Richtung nur. Ist gar nicht mal so weit. Nur halt hier hin. Jo, dann da ran. Genau, und dann habe ich hier... Das sah irgendwie komisch aus wegen dem Schatten, dem Kabel. Supi. Jetzt müssen wir da nur noch herausfinden. Also jetzt haben wir die Handschuhe, beide Teile. Fehlt jetzt nur noch der Hammer und der Hammer und natürlich, wie wir den anderen auch wieder aufladen können, weil das wissen wir auch nicht. Ich habe Angst, wenn ich jetzt springe, dass ich in den Abgrund wieder lande. So, okay. Drei Schätze fehlen mir noch. Nein, was machst du? Ich mache extra in die andere Richtung. Du, oh mein Gott, ich mache mal einfach runter. Die Kamera, die spinnt auch hier gerade so extrem herum. Die macht so, ja, ich mache mal dahin. Nein, lieber dahin. Und, nee, warte, doch dahin. Und dann bist du aber schon am Springen und dann siehst du nur noch, wie du in den Abgrund fällst oder so. Oder irgendwo runter oder daneben oder sonstiges. Alles halt, nur nicht das, was du eigentlich geplant hattest. So, das sollte eigentlich gehen. Reichen, ja, das reicht, okay. So. Hat ja nicht lange gehalten. Naja. Und das nächste wieder, was leer gegangen ist. Vielleicht lädt der Hammer die ja auch auf. Das kann ja auch sein. Mir fehlen noch drei Schätze. Okay, mir fehlen noch zwei Schätze. Welche Waffe habe ich gerade so? Die Waffe nehme ich mal. Ich habe Angst, dass ich schon wieder... Ich habe, glaube ich, zwei Schätze übersehen. Habe ich so das Gefühl. Hey, das kommt mir voll bekannt vor. Ich weiß nur nicht, woher. Ist ja nicht so, als ob man hier gestartet hätte, ne? Okay, jetzt erfahren wir also, was hier passiert ist. Also, quasi wir waren auf der Suche und irgendwer ist hier anscheinend hergekommen. Und wir... Keiner traut uns. Also, der Butler schon, aber nicht. Jemand, ich weiß nicht, wie der heißt. Ob das Alistair ist oder nicht und... Ich habe das Gefühl, ich habe dir zwei Schätze übersehen. Ach, da kam ich her, ne? Ich dachte eben, oh, guck mal, da ist eine Tür, ist noch ein Weg. Vielleicht gibt's hier ja da. Au, ich wollte eigentlich nicht so nah dran stehen, aber... Naja, genau, dieses Medipack hatte ich nämlich ganz am Anfang mal übersehen gehabt. Nach oben war ja... Ich glaube nicht, dass hier jetzt noch irgendwas ist, weil sonst hätten wir ja schon die Möglichkeit gehabt. Nein, was machst du? Sonst hätten wir ja schon die Möglichkeit gehabt, da was zu finden und das haben wir ja nicht. So ein paar Vasen kann man kaputt machen.
Ah ja, hier im Spiel gibt es übrigens auch nicht die Möglichkeit, Croft Manor nochmal separat zu erkunden. Kamera. Ich weiß nicht, warum man hier nicht die Möglichkeit hat, Croft Manor noch zu sehen. Also noch ein bisschen zu gucken, Schätze und so wie mäßig. Absolut keine Ahnung, woran das liegen könnte. Mano, das mit den Schätzen regt mich jetzt auf. Ja, dass ich da zwei irgendwo übersehen habe. Und ich war halt der Meinung, ich habe ganz gut geguckt. Vielleicht hätte ich doch... Ich hätte wahrscheinlich doch einfach die Kisten noch auf die andere Dings tun müssen. Und dann wäre wahrscheinlich dieser Gang aufgegangen. Da wären bestimmt noch die restlichen gewesen. Bestimmt. Ich weiß es nicht. Oder wenigstens eins auf jeden Fall noch. Nicht! Das ist Lara! Ich weiß! Waffe weg, Sam, oder du bist gefeuert! Was? Willst du wieder auf mich schießen? Das war nicht Lara. Warum sollte sie ihr eigenes Haus anzünden? Sie ist in den Tresor gekommen. Sie muss es gewesen sein. Was war hier also los? Der Tresor wurde aufgesprengt. Okay. Wenn du es nicht warst, dann hat ihn jemand, der dir verdammt ähnlich sieht, über den Netzhautscanner geöffnet. Unmöglich. Exakt. Und was ist dann passiert? Du? Sie ist mit Amandas Seelenstein entkommen. Wo ist Alistair? Wir haben ihn nicht gesehen. Ich sehe mir im Tech-Raum das Überwachungsvideo an. Und ihr verschwindet, bevor das Dach einstürzt. Ja, klar. Das Dach brennt noch ein bisschen. Hier das Dach. Das Haus brennt noch ein bisschen und ich latsche hier erstmal noch ein bisschen rum. La 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 la. Ich hätte so gerne noch die Schätze. So gerne. Ach, jemand, der Lara also verdammt ähnlich sah. Gibt's nicht irgendwie generell bei Tomb Raider immer so ein Doppelgänger oder so? Oder ist davon nicht immer öfters mal die Rede? Also hier komme ich gar nicht hin. Darüber. Wie komme ich denn da jetzt rein? Ich kann doch Granaten werfen, ne? Da. Wow. Das ist aber ganz schön sicheres Glas. Okay, da oben. Von da, darüber und dann kann ich dort rein. Jetzt muss ich nur nach oben dorthin kommen. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich da hin? Ich gehe einfach raus, okay? Nein, geht nicht, schade. Das ganze schöne Haus, die ganzen Sachen, die Bilder. Ach, ist das ärgerlich. Ach, ich glaube, ich kann an diesen Sim ran, oder? Das da? Ja, da kann ich ran. So, es hat hier schon mal gebimmelt. Mach mal. Ich habe kein Licht mehr, okay. Ich habe kein Licht mehr. Warum auch immer. Ich weiß, da ist auch eine Stange und so, aber ehrlich gesagt, ich brauche die Stange doch nicht. Kann ich hier nicht einfach hoch? Nämlich einfach auf der... Nein, nicht auf der Seite, sondern auf der anderen Seite. Nein. Genau so. Dann einfach runterfallen lassen.
nicht bewegen. Wir sehen uns. Alistair, haltet durch. Sehen uns. In Avalon. Verdammt. Ähnliches schon mal gesehen. Eine Doppelgängerin, die Nadler vor Jahren auf mich angesetzt hat. Allerdings hatte die keinen eigenen Willen. Aber wie kann Nadler sie schicken, wenn sie Amandas Gefangene ist? Sie sind jetzt irgendwie ein Team. Amanda und Nadler, ihre atlantische Schoßgöttin. Was machen wir jetzt? Wenn ich hier alles geregelt habe, fliege ich nach Südmexiko und hole mir Thors Gürtel. Was? Alistair ist tot und du tust, als wäre nichts gewesen? Ich brauche Thors Gürtel, um an seinen Hammer zu kommen. Und mit diesem Hammer muss ich einen Gott töten.